Entspannung. Aha. Und außerdem ist es gut gegen Kopfschmerzen. So. Und man ist hinterher viel wacher. Das finde ich ja toll. Ach, ich wünschte, ich könnte auch meditieren. Na, das kannst du doch. Meinst du? Möchtest du es mir vielleicht beibringen? Na klar, Elmo. Mal setz dich mal in den Schneidersitz. So, dann legst du die Hände auf die Knie. Ja. Rücken ganz gerade, das Kinn ein bisschen zur Brust ziehen, jetzt die Augen zu, und jetzt atmen wir zusammen ganz langsam auf fünf, eins, zwei, nur atmen, drei, vier, fünf und aus, zwei, drei, vier, fünf und wieder. Ein. Beim Einatmen nimmst du nämlich ganz viel frische Luft ein. Ja. Beim Ausatmen lässt du alles Alte los und versuchst an nichts zu denken. Wenn ein Gedanke kommt, dann lässt du ihn einfach weiterziehen. Ja. Manche meditieren auch mit Musik und die richtigen Meister, die können sogar schweben. Schweben? Ja, dafür muss man aber sehr konzentriert sein. Wir fangen erstmal mit dem Atem an und atmen wieder. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Und aus. Drei, vier, fünf. Nein, das gibt's ja gar nicht. Julia, guck mal da draußen. Das sind doch tatsächlich zwei zwitschernde... Schwalben? Mhm. Wo? Wo denn, Elmo? Ich sehe keine Schwalben. Doch, doch. Dazwischen den Zwitschgenzweigen. Ich glaube, die sind weggeflogen. Oh. Elmo, das ist ja der Wahnsinn. Du schwebst ja. Elmo, hast du die Würfel angemalt? Ich? Ich hätte da auch noch einen Zungenbrecher für dich. Ach ja? Wenn hinter schwachen Schwalben schwere Schweine schweben, schweben schwere Schweine schwachen Schwalben hinterher. Wenn aber eine schwere Schwalbe auf angemalten Würfeln sitzt, kann das nur ein fieser Elmo-Trick sein. Sesamstraße präsentiert Berts Experimente. Waage.
Oh, hey. Schön, dass ihr alle da seid. Heute zeige ich euch wieder ein erstaunliches Experiment. Und dazu benötige ich dieses Gerät hier. Eine Balkenwaage. Seht mal, was die kann. Toll, was? Was ist toll, Bert? Diese Waage, mein lieber Ernie. Mhm. Ich habe meine Büroklammersammlung auf die eine Waagschale gelegt und deswegen ist die andere Schale nach oben gegangen. Ganz toll. Oh ja, denn die Seite mit meiner Büroklammersammlung ist nämlich schwerer als die Seite ohne Klammern. Bist du dir da wirklich sicher, Bert? Ja, pass auf. Dieser Balken hier, auch Hebel genannt, ist beweglich. Und wenn man etwas auf eine Waagschale legt, neigt sich diese Seite nach unten. Wenn man dann auch etwas auf die andere Waagschale legt, kann man sehen, welcher Gegenstand schwerer ist. Verstanden? Ja, schon. Aber was legt man denn auf die andere Waagschale? Och, da kannst du nehmen, was du willst, Ernie. Tatsächlich? Dann nehme ich mein Quietschehähnchen. Quietschehähnchen, hast du Lust, gewogen zu werden? Okay, vielleicht bist du ja sogar schwerer als Berts Büroklammern hier. Das glaube ich kaum, Ernie. Na, mal sehen. Oh, Bert, schau mal. Quietschehähnchen ist wirklich schwerer als deine Büroklammern. Ehrlich? Naja, aber ist es auch schwerer als meine Büroklammersammlung und mein Buch hier? Mein Buch und meine Büroklammersammlung sind schwerer als dein Quietscheentchen. Stimmt, Bert. Aber sie sind bestimmt nicht schwerer als mein Quietscheentchen und mein Schlittschuh. Dein Schlittschuh? Oh ja. Oh. Meine Seite ist wieder schwerer, Bert. Ich glaube nicht, Ernie, denn meine Melone hier ist noch viel schwerer. Man kann wohl sagen, sie ist das Schwerste, was wir überhaupt haben. Das glaube ich nicht, Bert. Nicht? Was soll denn bitteschön noch schwerer sein als meine Melone? Wart's ab, Bert. So. Annie, was soll denn das? Lass das! Siehst du, Bert? Jetzt ist meine Seite eindeutig schwerer als deine. Ich glaube, ich habe gewonnen. Das ist nicht fair. Aber wieso denn nicht, Bert? Ich finde, das ist wirklich ein ganz erstaunliches Experiment, das du uns da gezeigt hast. Übrigens, vielleicht solltest du mal ein bisschen abnehmen, was? Ist das ein neues Sesamstraßentalent? Ich bin Hanna und kann was Tolles. Ja, Hanna turnt, aber wieso denn auf einer Koppel? Kommt mit, ich zeig's euch. Das ist Lilly. Lilly ist ein Pony und auf ihr turne ich. Wie bitte? Turnen auf einem Pferd? Ja, das nennt man Voltigieren. Da muss man bestimmt eine gute Reiterin sein, um auf einem Pony turnen zu können. Eher umgekehrt. Wenn man gut voltigieren kann, fällt das Leitenlernen leichter. Man kann sich nämlich besonders gut auf einem Pferd halten. Guckt mal, da voltigiert schon jemand. Na, dann legt ihr auch mal los, Hanna und Lilly. Moment, ich dachte, ihr wolltet voltigieren. Doch klar, aber vorher muss ich Lilly sauber machen. Die steht ja den ganzen Tag draußen auf der Koppel und ist ganz schön dreckig. Erst striegel ich sie und dann bürste ich sie. Und die Mähne kämme ich natürlich auch. Jetzt ist Lilly fein rausgeputzt. Seid ihr fertig zum Voltigieren? Noch nicht ganz. Ich muss Lilly noch satteln. Und zwar mit einer Voltigierdecke und mit einem Voltigiergurt. Daran kann ich mich gut festhalten. Hanna hat echt eine Menge zu tun, bevor es losgehen kann. Und warum Schuhe ausziehen? Damit ich besser turnen kann. Am besten kann ich in Turnschläppchen voltigieren. So tue ich Lilly auch nicht weh. Beim Voltigieren wird das Pony immer geführt. Das Seil heißt Longe. Lilly geht beim Voltigieren die ganze Zeit im Kreis. Und ich mache meine Turnübungen.
Das sieht gemütlich aus. Schwieriger ist es, wenn Lilly schneller wird, wenn sie Trab läuft oder Galopp. Die beiden müssen echt auf die Bühne. Heute auf der Sesamstraßenbühne Hanna und das Pony Lilly. Mit einem Satz von hinten geht's los. Rundherum drehen. Und dann auf die Knie. Strecken. Und auch noch auf einem Bein. Wie akrobatisch. Tschüss, Hanna. Nichts geht über einen ruhigen Leseabend daheim. Überraschung! Willkommen zu unserer neuesten und tollen Echt-Vinyl-Live-Show. Hier ist sie. Unfassbar! Wir erneuern alles, die Renovierungsshow. Du? Hm? Was um Himmels Willen machst du hier? Ich möchte Ihnen helfen mit... Unfassbar! Wir erneuern alles! Ich will aber gar nicht, dass hier alles unfassbar erneuert wird. Ja, aber natürlich wollen Sie das. Sehen Sie sich doch bloß mal diese langweilige, hausbackene Tür an. Was ist denn so verkehrt an meiner Tür? Eigentlich nichts. Ich finde nur, sie ist so eine schrecklich langweilige Tür. Ich meine, dass ihr irgendwie das gewisse Etwas fehlt. Da hilft nur... Ihr Unfassbaren! Erneuert ihr alles! Okay, los geht's! Das haben wir gleich erledigt! Also, mach ich klar! Ich muss weg! Ja, dann mit dem Ding und haben. Dann, gut so! Okay! Ja, jetzt! Wir brauchen eine Wasserwaage! So wie wir es immer machen! Ja. Hey, hey, was macht ihr denn da? Was ist hier los? Hä? Vorsicht, ihr saut mir meinen Wollteppich ein! Viel besser! Ich Oh, was haben die bloß gemacht? Tja, mein Herr, die haben eine weitere Tür eingesetzt. Also, vorhin war da eine Tür... Dann haben sie noch eine eingebaut und jetzt haben sie da zwei Türen. Ja, aber warum? Tja, mein Herr, die eine Tür ist zum Reinkommen und die andere ist zum Rausgehen nach dem Motto. Wir erneuern alles! Ja, das sehe ich. Es ist alles unfassbar erneuert worden. Also ich bin der Meinung, es wurde noch nicht genug erneuert. Was? Mir reicht das noch nicht. Ihr Unfassbaren, erneuert alles weiter! Nein, nein, bitte nicht. Ich möchte wirklich nicht, dass er weitermacht. Ich bin vollkommen zufrieden damit, wie es jetzt ist. Oh nein, mein Herr. Haben Sie ein bisschen Vertrauen zu uns. Einen Moment. Ihr Unfassbaren! Ich glaube, das war's! Oh, was ist das? Bitte nicht! Oh doch, Sie hatten zwei Türen und jetzt haben wir noch eine eingebaut. Also, jetzt haben Sie eins, zwei... Drei Türen insgesamt, dank der Show. Wir erneuern alles. Ja. Und, gefällt es Ihnen? Nein. Wissen Sie was? Mir eigentlich auch nicht. Da fehlt doch was. Ihr Unfassbaren, erneuert weiter. Oh nein. Nein. Wartet. Bitte verschwindet hier. Ich möchte nichts weiter als mein Buch lesen. Krieg und Frieden. Ich möchte wirklich keine Erneuerung mehr. Ach, kommen Sie, mein Herr. Platz ist doch in der kleinsten Hütte für ein wenig persönlichen Geschmack. Ihr Unfassbaren! Erneuert weiter! Sind Sie gespannt? Sollte ich das? Natürlich! Ja, mir gefällt's! Was? Vielen Dank, Leute! Also, eben waren es drei Türen und jetzt haben wir noch eine mehr eingebaut. Ich würde meinen, sehr künstlerisch. Und damit sind es eins, zwei, drei, vier Türen. Da kann man wirklich sagen... Wir erneuern alles! Ja, so ist es. Ihr habt alles unfassbar erneuert und ich bin unfassbar empört über diese Tatsache. Klingt, als wären Sie nicht ganz glücklich. Das liegt wohl daran, dass ich nicht glücklich bin. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Aber warum nicht, mein Herr? Weil ich einfach keine vier Türen haben will. Ich will, dass die Dinger wieder verschwinden. Sprengen Sie meinetwegen aus der Wand raus. Oh, das ist wirklich kein Problem, mein Herr. Wir bauen die Türen wieder aus. Wirklich? Aber sicher. Machen wir sofort. Hey, Stevie, Abbruchauftrag für die Türen. Tut mir leid, dass ich eben ein bisschen unbeherrscht war. Kein Problem, mein Herr. Sekunde mal. Ihr Unfassbaren! Rückerneuerung ist hiermit beendet! Ja, wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen daheim. Also, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Da haben wir wieder gezeigt, was wir hier drauf haben. Super, super. Alles klar.
Oh, nein, nein, wo ist meine Tür? Jetzt ist überhaupt keine Tür mehr da. Sie ist weg. Ja, das stimmt. Da waren 4 Türen, dann haben wir sie ausgebaut, die 4 Türen. Tja, und jetzt sind es noch 0 Türen. Ist das nicht unfassbar? Wenn Sie Ihre Dankbarkeit ausdrücken möchten, sehen Sie in Kamera 3. Ja, mein Herr. Klar, mein Herr. Wir verstehen Ihren Wunsch, allein sein zu wollen. Das war's wieder mal. Unfassbar! Raus hier! Wieder gern, ja. Oh, wir haben ein kleines Problem. Was denn? Ich kann nicht raus, es gibt hier keine Tür. Tja, also, okay, Stevie. Sagt der Mannschaft, wir bleiben über Nacht hier. Warum ich? Haben Sie eine Badewanne? Könnt ihr hören, wie er weint? Er ist überwältigt. Ja,
Hallo, guck mal, was ich gebastelt habe. Ein Boot. Ja, damit gehe ich jetzt auf große Abenteuerreise. Was sagt ihr? Das ist zu klein? Da passe ich nicht rein? Ja, stimmt. Ihr habt recht. Ich weiß, was ich mache. Moment. So geht's auch. Aye, aye, Captain. Und jetzt setzt die Segel. Ahoi, bis bald.